Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir sind hier vor dem Lager der Wraith, um Saul zu retten. Und wir sollen das Ganze still und heimlich machen, vorerst zumindest. Zumindest versuchen. Und da kommt ein riesiger Sandsturm auf uns zu. Könnte möglicherweise ein Problem sein oder auch gut sein, da uns das ein bisschen Deckung geben könnte. Aber auf jeden Fall sind hier ziemlich viele Leute. Und ich weiß nicht, ob man alle umbringen muss oder ob man einfach reinschleichen kann. Panam. Found Saul, I think. Saul Bright. Locked in the cellar. How is he? It's hard to say. Too dark. Okay, get down there and get him. Maybe we made it in time. Okay, er ist im Keller. Müssen die Kameras ausschalten, irgendwie. Speichern mal kurz, kann ich nicht, schade. Gut. Ich glaube, ich würde rechts reingehen. Alright, I'm in position. I have you in range. Können wir auf eine Waffe irgendwie einen Schalldämpfer machen oder sowas? Haben wir das überhaupt? Natürlich nicht. Nur falls es irgendwie schief laufen würde. Na gut. Wir müssen das irgendwie leise hinkriegen. Scharfschütze ist ein bisschen schwierig da oben. Niemand! Ich töte die sowieso immer. Und töten gehört hier dazu. Ich versuch's wirklich leise zu machen. Geh zum Hauptgebäude. Okay. Schön, dass wir viele Sachen gerade leveln. Kurz mal speichern. Die Kamera ist an der Seite. That should be their garage. It's heavily guarded. Knowing them, they have something important in there. You might even gain access to the security system. Ja, die Kamera ist auf der anderen Seite. Thank you.
Perfekt. Ja, man kann hier oben lang laufen. Und auch hier durch die Tür. Dann sind wir gleich beim Haupteingang, ist doof. Leise, wie? Das ist viel zu laut. Du stampfst hier rum wie keine Ahnung was. Careful! There's a sniper perched in the tower. Und was geht wohin? Schließ mal kurz die Tür. Liberty. Sex und Chrom. Straight ahead. So, kann ich hier irgendwas Ablenkungsmanöver? Das hört er sicherlich gar nicht. Shit, das haben beide gehört. Snipe ist ein Problem, das ist. Ich frag mich halt, kann ich den eliminieren, ohne dass der Sniper mich sieht? Nee, oder? Sniper müsste zuerst weg. Das hört er nicht. Komm, ich versuch's. Okay. Nicht gemerkt. Das ist das Hauptgebäude. Okay, main building. Watch for vermin. Wir sind also drin. Sniper kann ich nur von außerhalb ausschalten. Ich müsste zur Security-Ding kommen. Shit, man sieht mich hier durch. Man kann mich von unten sehen, shit. Das ist ein Problem. Ich glaube, Security ist wahrscheinlich da hinten drin. Der andere geht weg. Wie noch jemanden. Die Kameras sind hier unten. Töten und verstecken. Am liebsten würde ich ja alle umbringen, weil ich glaube, wir müssen nachher hier wieder raus.
Mal mit Leuten. Und vor allem gibt's Loot. Es gibt Loot. Unmengen an Loot halt. Ich gehe zuerst da drüben schauen. Ob ich den Sniper draußen wegkriegen kann. Okay, hier geht's runter. Weiß er nicht. Wir müssen die Sniper zuerst loswerden. Weißt du, ob er uns nicht hört oder sieht? Ich bin so laut. Den kriege ich nicht versteckt. Aber den sollte auch niemand sehen. Kann man hier nicht aufs Dach? What the fuck? Komm schon, wie? Ich möchte den loswerden, den Sniper. Damit wir ihn los sind. Da gibt's auch noch drei. Speichern. Wahrscheinlich dreht er sich gleich um. Assassine. Das war die Garage, hier waren wir schon drin. Hier runter. What the? Ja, geh mal schauen. Instead of writing, I gotta deal with this shit. Gesehen. Niemand gesehen und gehört. Leichen macht schon Spaß hier.
wenn es funktioniert. Da drüben ist auch noch einer. Shit, 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 shit. Der ist drin. Bisher funktioniert alles gut. Oben könnte man auch wieder rein. Naja, kein Problem. Die Frage ist, kann man den anderen hier auch noch in die Mülltonne stecken? Was ist mit dem Sandsturm? Der kommt gar nicht mehr in die Nähe. Das ist komisch. Aber gut. Das gibt auch Erfahrungspunkte. Die Leute draußen sind vielleicht nachher ein Problem. Tür geht interessanterweise nicht auf. Das Sicherheitssystem konnte ich auch nicht da drüben ausschalten. Was ein bisschen doof ist. Next in line! Damn it, Pete! So much for being sly! Ich hab's versucht! Und ich möchte es auch weiter versuchen, sorry. Das muss jetzt geladen werden. Das ist einfach doof. Man müsste die von vorne auch packen können. Ich hab's geahnt, dass er gleich umdreht und zu mir kommt. Ich möchte es schon leise erledigen, so wie es eigentlich gedacht ist. Kurz alles laden lassen, so. Man muss zuerst ihn hier wegbringen. Natürlich dreht er sich jetzt nicht um, ist klar. Natürlich.
natürlich passiert jetzt nichts. Also. Schön weiter Assassine hochleveln. Denn da außen am Auto können wir auch noch loswerden. Scharfschützen sind alle weg. Jetzt kommt die Zeit natürlich wieder. Muss ja so sein. Was ist denn das? Mega komisch. Geh mal schauen, los. Damn it, stay out of sight. Alles gut. Alles gut. Da drüben kommt einer nicht so gut. Sie beschützt uns. Sie schaut nicht mal durchs durchs Visier. Naja. Gibt's hier hinten irgendwas Spannendes? Eine Kiste. Money, money, money. Noch mehr Geld. Perfekt. In diesem Haus könnte man noch schauen. Da was gibt. Shit, gewahrt zum Öffnen. Nur einen Vorteilspunkt haben wir. Schade. Wenn ich jetzt zu gerne reingegangen. Aber gut. Beim Eingang sind ein bisschen Probleme. In hier können wir gleich davon entsorgen. Ich dachte schon, der andere läuft gleich los. Okay, wie machen wir das jetzt?
Wir müssen sie ein bisschen... auseinanderbringen. Ablenkungsmanöver machen, aber okay. Könnte man jetzt überlasten, dann wären die Teile vielleicht weg. Man würde auffallen, möglicherweise. Person da hinten müssen wir loswerden. Was? Einbrechen. Funktioniert das? Hey, I will find you, you know. And when I do. Weiß ja nicht. Und theoretisch ist die ein Blick von allen. I'll go easy on you, don't worry. I promise. Gut, ich würde sagen, wir machen hier kurz eine Pause. Und machen die Mission in der nächsten Folge fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Cyberpunk 2077 und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Buddy, I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else. We'll be right back.
Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.